Willkommen bei Wissen macht Politik. Ostdeutschland nach den Wahlen 2019. Überall in den Landtagen ist eine Partei mit inzwischen beachtlicher Stärke vertreten, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird und zwei Führungspositionen als rechtsextrem gelten, die AfD. Deutschland ist gespalten. Es geht um Meinungsfreiheit, Demokratieverständnis, aber auch um Gewalt, Volksverhetzung und Geschichtsrevisionismus. Deutschland erlebt einen Rechtsruck, wie es ihn zuvor in dieser Stärke noch nie in der BRD gab. Kritiker dieser rechten Bewegung sprechen vom neu aufkommenden Nationalsozialismus sowie vom Faschismus. Befürworter der rechten Bewegung sehen darin jedoch eine Verharmlosung der NS-Ideologie. Es brodelt politisch in Deutschland. Doch was ist der Nationalsozialismus eigentlich und erleben wir dessen Wiederbelebung wirklich? Um den Nationalsozialismus, wie wir ihn kennen, zu verstehen, müssen wir in die Geschichte zurück bis zum Ersten Weltkrieg. Deutschland kapituliert. Die Wirtschaft ist am Boden. Deutschland steht vor der Neuaufführung einer neuen Staatsform der Weimarer Republik, die durch den SPD-Politiker Philipp Scheidemann aus dem Reichstag herausgerufen wird. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Eine unerfahrene junge Demokratie beanstanden. Doch aus rötlichen Fahrt kamen die Weimarer Republik nicht. Demokratische Kräfte waren in der damaligen Situation überfordert, die Wirtschaft hinkte und antidemokratische Kräfte sowohl von links als auch von rechts machten Stimmung gegen das neue politische System. In München wird dabei eine Partei gegründet, die den politischen Tod in nur 13 Jahren kippen wird. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP. Einst auch unter der Führung von Anton Drexler, doch schnell wurde Drexler vom späteren Diktator des Dritten Reiches abgelöst, Adolf Hitler. Hitler, der nach Macht gierte und 1923 einen Putsch startete, der misslang, landete im Gefängnis und fing an, ein Buch zu schreiben, welches seine Ideologie, die NS-Ideologie, erklärt. Was steht in seinem Buch Mein Kampf drin? Mein Kampf ist geprägt von einem Weltbild, in welchem Hitler Deutschland als großes Reich betrachtet. Die Deutschen seien allen anderen Völkern überlegen, es liege in der Natur des Arias zu führen. Gegenüber Juden ist die NS-Ideologie höchst kritisch eingestellt, Juden seien Abschaum, nicht der deutschen Rasse würdig. Der Judenhass, den Hitler in sich trug, würde sich bereits 1933 in einer komplett neuen Härte zeigen. Der Nationalsozialismus ist zudem eine kriegstreiberische Ideologie. Hitler spricht von einer Lebensraumerweiterung für Arier. Und um das erweiterte Land mit Ariern zu füllen, soll nur Sex zwischen Ariern erlaubt sein. Jede Beziehung zwischen einem Deutschen und Nichtdeutschen sieht Hitler als Rassenschande an und soll bestraft werden. Dahingehend zusammengefasst wird deutlich, der Nationalsozialismus ist eine zutiefst rassistische, völkische, nationalistische, antisemitische Weltanschauung, in der der Arier das Sagen hat und keiner sonst. Der Mann hat den Wehrdienst zu absolvieren oder allgemein arbeiten zu gehen, die Frau soll den Haushalt machen und Kinder zur Welt bringen, damit das arische Volk Fortbestand hat. Klingt extrem unmenschlich, oder? Bekanntermaßen hat es dann doch geschafft, an die Macht zu kommen und er hat binnen kürzester Zeit die Demokratie abgeschafft, denn auch die Demokratie ist in der NS-Ideologie ein verachtetes System. Der Nationalsozialismus ist eine Ideologie, in der es einen Herrscher gibt, in der dem Volk sagt, wo es lang geht. Hitler ging so weit, jeder, der sich gegen ihn wandte, wurde in Arbeitslager gesteckt. Wer den Nazis gehorcht, hat keine politische Verfolgung zu fürchten. Und die ersten antisemitischen Taten gingen bereits kurz nach Hitlers Machtergreifung los. Geschäfte wurden geplündert, Juden wurden von Verordnung zu Verordnung stückweise aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Relativ früh, bereits 1933, wurden auch die ersten KZs in Betrieb genommen. Zwar war Antisemitismus bereits vor den Nazis ein großes Thema, doch Hitler führte diesen per Gesetz in einer ganz neuen, höchst grausamen Form aus. Und um es im ersten Fazit festzuhalten, Nationalsozialismus bedeutet, die eigene Nation als diese eine anzusehen. Es bedeutet, andere Länder, andere Völker auszugrenzen und auch zu vernichten. Es bedeutet, die Demokratie, den demokratischen Rechtsstaat zu verachten und einem Führerkult zu folgen, wer nicht zum Nationalsozialismus steht, soll politisch verfolgt oder eingesperrt werden. Hitlers Herrschaft begann 1933 und endete 1945, nachdem er, wie er es in seinem Buch schrieb, Lebensraumerweiterung als Ziel setzte und dabei vor allem Europa in Schutt und Asche legte. Doch wie sieht es aus mit den neu aufkommenden rechten Parteien?
Nicht nur in Deutschland sind die Rechten wieder am Kommen. Prinzipiell ist Rechtspopulismus bis hin zu Rechtsextremismus wieder voll da. USA, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Polen, wie sieht's da aus? Wird der Nationalsozialismus wieder neu belebt? Nun ja, ganz so radikal ist es nicht. Ja, gewisse Parteien haben eine sehr nationale Weltanschauung. Besonders in den USA, Brasilien, Frankreich und auch Ungarn sowie Polen sind die rechten Parteien am Erstarken oder sogar an der Macht. Dennoch sind diese Strömungen weit weniger radikal als die Nazis und Adolf Hitler. In Deutschland ist besonders der Osten, genauer gesagt das ehemalige DDR-Gebiet, wieder empfänglicher für völkische rechtsnationale Themen geworden. Besonders der völkische Flügel in der AfD, der wegen der Beobachtung durch den Verfassungsschutz kurz vor der Auflösung steht und dessen Frontmänner Björn Höcke sowie Andreas Kalbitz vom Verfassungsschutz als Rechtsextremisten eingeordnet werden, hat in Ostdeutschland enorme Beliebtheit. Nationalsozialistisch agieren sie zwar nicht und auch nicht faschistisch, dennoch machen sie den Rechtsextremisten mehr Mut, sie geben ihnen Kraft. Die Resultate? Hanau, Halle, der Mordarbeiter Lübcke. Es bringt nichts, jede rechte Strömung direkt als nationalsozialistisch oder auch faschistisch zu bezeichnen. Nationalsozialistisch kann man extrem rechte Parteien wie die NPD, die Rechte oder auch der Dritte Weg bezeichnen, die eine offen rechtsextreme, antisemitische und demokratie-rechtsstaatfeindliche Gesinnung ausüben. Die AfD hingegen noch nicht. Eure Meinung könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben oder unseren Discord-Server joinen. Ansonsten lasst gerne ein Abo, lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal.